Herzlich willkommen all denen, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind und auch willkommen zurück denen, die nur unterwegs waren im Haus hier. Ich weiß nicht, ob alle schon da sind, jedenfalls die Schülerinnen und Schüler aus dem TGM haben jetzt ihre Führung durch die Ausstellung und sind daher nicht im Saal und einige kommen gerade noch herein, merke ich. Aber ich glaube, wir können loslegen. Wenn Sie schon durch die Ausstellung gegangen sind und die einzelnen Chat-GPT-Stationen angeschaut haben, sind Sie jetzt entweder komplett verwirrt oder haben schon etwas mitgenommen über künstliche Intelligenz. Es wird in der nächsten Stunde etwas philosophischer. Kardinal König hat gern die Existenzfragen des Menschen so ausgedrückt, dass er gesagt hat, woher kommen wir, wohin gehen wir, wofür sind wir da? Das kann man auch bei der künstlichen Intelligenz fragen. Woher kommt sie? Wohin geht sie noch? Und wofür ist sie eigentlich da? Diese Fragen stellt sich Benjamin Rathgeber. Er ist Professor für Natur- und Technikphilosophie an der Hochschule in München und er leitet ein Institut für naturwissenschaftliche Grenzfragen in Philosophie und Theologie. Herr Professor Rathgeber, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Referat. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und Ihnen etwas vortragen darf zu Möglichkeiten und Grenzen der KI. Jetzt haben Sie schon einiges heute auch erfahren, viele spannende Dinge, auch ein bisschen was die technische Seite anbelangt. Und ich würde es gerne mit Ihnen heute jetzt noch ein bisschen philosophisch begleiten. Manches davon wird Ihnen vielleicht auch schon bekannt vorkommen. Manches davon wird Sie vielleicht in die Lage versetzen, noch mal ein bisschen anders über Dinge nachzudenken. Und wie gesagt, wir wollen das jetzt heute von der philosophischen Seite aus her entwickeln. Und wenn man sich die Frage stellt, naja, was heißt denn hier eigentlich Philosophie? Naja, dann ist Philosophie erstmal eine Art von Reflexionsdisziplin. Also, dass sie darüber nachdenkt, was für verschiedene Praxen haben wir denn eigentlich und wie reden wir darüber und mit welchen Geltungsansprüchen können wir diese Praxen und das, was wir in diesen Praxen da vollziehen und wie wir diese auch beschreiben, dann auch sinnvollerweise einlösen. Genau über diese Fragen möchte ich jetzt mit Ihnen an diesem Problem künstlicher Intelligenz diskutieren und dafür sowohl Möglichkeiten als auch die Grenzen gemeinsam diskutieren. Also fangen wir mal erstmal mit dieser grundlegenden Frage an, warum eigentlich Philosophie der künstlichen Intelligenz? Und Sie haben heute, wie gesagt, schon ganz viel sich damit beschäftigt, haben da ganz verschiedene Bereiche kennengelernt. Und ich möchte das auch erstmal ein bisschen exemplarisch mit Ihnen so gestalten, dass man guckt, naja, was haben wir denn für verschiedene Bereiche, in denen künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Und das Faszinierende dabei ist, dass künstliche Intelligenz tatsächlich in allen Bereichen vorliegt. Es gibt einfach keinen gesellschaftlich relevanten Bereich mehr, in dem das keine Rolle spielt. Und ich habe Ihnen jetzt hier einfach mal vier verschiedene Felder aufgeführt, in denen das eine Rolle spielt, auch gerade dann mit der Frage, inwiefern tatsächlich künstliche Intelligenz immer stärker auch eine Eigenständigkeit, eine Art von Autonomie entwickelt. Und genau das würde ich Ihnen kurz vorstellen. Also der Klassiker, ich habe sie hier schon Ihnen auf die Leinwand geworfen, ist natürlich das autonome Fahren. Sie kennen alle, wer schon mal in Tesla gesessen hat, der hat da schon durchaus auch Erfahrung gemacht und klassischerweise unterscheiden wir da fünf verschiedene Stufen, angefangen vom assistierenden System über teilautomatisierte bis hin zu hoch- und vollautomatisierten Systemen bis hin halt auf Level 5. Dass wir Systeme entwickeln, in denen vollständig dieses Auto dann auch ohne Eingriff von außen tatsächlich fährt. Das ist natürlich schon unglaublich umwälzend, wie sich hier unser Mobilitätssektor verändert. Aktuell sind wir noch nicht auf Level 5 angekommen, aktuell bewegen wir uns noch auf Level 3, aber natürlich ist das ein fortschreitender Prozess, der immer weiter auch sich entwickelt und dementsprechend da auch größeren Fortschritt
verzeichnet. Ein zweiter Bereich, mit dem ich mich damals am KIT, wo ich promoviert habe, beschäftigt habe, waren auch Roboter, also humanoide Roboter insbesondere, wo immer mehr auch gesehen wird, dass wir die menschlichen Leistungen, die wir klassischerweise einfach kognitiven Systemen nur zuschreiben, jetzt immer mehr auch von technischen Systemen eingelösen können. Und das ist natürlich wirklich erschreckend, aber auch natürlich faszinierend, je nachdem, von welchem Blickwinkel wir darauf schauen. Es ist faszinierend zu sehen, was da auch schon an Möglichkeiten entstehen. Gleichzeitig aber auch wieder wird daran bei der technischen Entwicklung sehr deutlich, wie unglaublich komplex diese Prozesse sind und wie viel technologisches Know-how wir brauchen, um tatsächlich Schritt für Schritt die Leistungen, die wir klassischerweise im Alltag ganz einfach realisieren können, dann auch technischen Systemen dann beibringen. Ein dritter Bereich, den ich ansprechen möchte, wären selbststeuernde Produktionen. Also Sie haben vielleicht schon von dem Begriff der Smart Factory gesprochen, letztendlich mit dem Anspruch, dass die vollständige Produktionsweise gänzlich autonom abläuft, also KI gesteuert ablaufen kann, ohne dass eigentlich noch von außen eingegriffen werden muss. Ja, wirklich von der Produktentwicklung bis hin zur Auslieferung. Vierter Bereich, der eine Rolle spielt, der auch sehr faszinierend ist, aber in mancher Hinsicht auch erschreckend, weil er eigentlich einen Bereich abdeckt, den wir klassischerweise eigentlich nur ForscherInnen zuschreiben würden, weil hier eine ganz große Form von Kreativität in Anspruch genommen wird. Also ich spreche hier von KI-basierter Forschung in der Weise, dass immer mehr tatsächlich KI-Systeme in der Forschung Einzug nehmen, in der Medizin. Ich habe einen Bereich gehabt, wo ich im Forschungsprojekt mich mit Proteinanalyse, mit Proteinfaltung auseinandergesetzt habe, wo wir merken, dass die Probleme so komplex geworden sind, dass wir da ganz wesentlich auf Leistung von KI-Systemen angewiesen sind und man zum Schluss dann sich die spannende Frage stellt, okay, wo sind denn eigentlich jetzt noch die Leistungen der ForscherInnen? Ist es jetzt irgendwie ein Prozess, der vollständig von der KI übernommen wird? Oder wie weit stehen wir hier noch in Interaktion? Das wird eine Frage sein, mit der wir uns auseinandersetzen. Und dass natürlich jetzt auch mittlerweile KI in der Gesellschaft angekommen ist, das zeigt sich an den Schlagzeilen der großen Zeitungen. Ich habe Ihnen einfach mal hier ein paar abgedruckt, wo Sie einfach sehen, dass auf allen Ebenen tatsächlich KI diskutiert wird, spätestens mit ChatGPT, haben Sie sich ja heute auch schon ein bisschen auseinandergesetzt mit. Also das ist mittlerweile fast schon Mainstream geworden. Es war abzusehen schon vor 2 Jahren, aber dass es jetzt ins gesellschaftliche Bewusstsein eingedrungen ist, das hat sich eigentlich jetzt erst so in dem letzten Jahr vollzogen. Und was man sieht, wenn man sich gerade auch die Titelblätter anschaut, dass tatsächlich KI immer wieder mit solchen Schlaglichtern belegt ist, wie KI und das Gute, KI und Macht, KI und Arbeit, KI und Zukunft, KI und Wahrheit, KI und das Schöne, KI und Menschsein. Sie sehen, diese großen Schlaglichter der Philosophie, das Wahre, das Schöne, das Gute, was ist eigentlich der Mensch? Das sind alles Bereiche, die jetzt mit dem KI-Begriff in Verhältnis gesetzt werden. Und es stellt sich die spannende Frage, naja, wie lassen sich denn diese Ansprüche, diese auch Erwartungen, aber natürlich auch unglaublichen Ängste eigentlich einlösen oder wie lassen sie sich eigentlich rekonstruieren in einer Weise, dass wir angemessen über diese Entwicklung sprechen können und tatsächlich uns klar werden, was eigentlich KI leisten kann. Ja, weil, wie gesagt, wir sehen, es gibt keinen Bereich mehr, der irgendwie ausgespart ist. Gleichzeitig haben wir aber irgendwie den Eindruck, naja, dass KI-Systeme tatsächlich nicht in derselben Art und Weise diejenige Leistungen übernehmen sollen, die wir Menschen zuschreiben. Und da wird ein großer Konflikt erzeugt, mit dem wir irgendwie umgehen müssen, wo wir uns fragen müssen, naja, wie können wir das eigentlich genau bestimmen, was da gerade passiert?
Und ich möchte kurz ein Spektrum, ein begriffliches Spannungsverhältnis hier aufmachen, um einfach mal klarzumachen, in welchem Spektrum bewegen wir uns eigentlich, wenn wir über KI-Systeme sprechen. Und der eine Pol dieses Spektrums ist in der Hinsicht zu sehen, dass man sagen würde, naja, klar ist KI eine Technologie, die unglaubliche Leistungen erbringt, aber es bleibt doch noch ein Mittel für einen bestimmten Zweck und dementsprechend ist sie halt eine Technologie unter vielen anderen. Sie hat besondere Leistungen, aber sie ist und bleibt ein reines Mittel für einen bestimmten Zweck. Und wenn wir bestimmen wollen, ob diese KI tatsächlich ihre Gütekriterien einlösen kann, dann schauen wir einfach, ob dieses Mittel adäquat unsere Zwecke auch erfüllt. Ja? Das wäre eine sehr, sehr nüchterne Betrachtungsweise von KI. Die andere Seite sieht ein bisschen anders aus. Die würde sich auf die Zweckseite verlegen in der Hinsicht, dass wir jetzt hier mit KI-Systemen, mit einer Technologie zu tun haben, die eigentlich radikal anders als jede andere Technologie vorher gewesen ist. Nämlich in der Weise, dass jede Technologie davor wesentlich immer ein Mittel für einen bestimmten Zweck gewesen ist. Bei der KI, insofern jetzt hier diese Intelligenzseite hervortritt und wir den Eindruck haben, ja, die tut da etwas, wo sie selbst lernend, selbst generativ tatsächlich Zwecke einlösen kann, dass diese KI tatsächlich als Technik plötzlich das einlöst, was wir halt klassischerweise nur bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren sehen, bei den Entwicklerinnen sehen, die eigentlich die Zwecke vorgeben. Oder ob wir tatsächlich jetzt hier eine Technologie haben, die das selbst einlöst. Und das wäre natürlich etwas, was erschreckend wäre, dass wir tatsächlich eine Technologie haben, die radikal unser Technikverständnis verändert, weil sie nicht mehr einfach nur ein Mittel ist, sondern die Zwecke selber sich setzen kann. Und damit kommen natürlich dann ganz schnell diese großen Ängste auf, in der Weise, dass wir uns fragen, naja, wenn wir hier eine Technologie in die Welt gesetzt haben, die selbst sich Zwecke setzen kann, dann ist sie ja autonom. Dann macht sie ja genau das, was eigentlich immer nur bisher Menschen getan haben. Dann macht sie etwas, wo sie plötzlich vollständig sich verselbstständigt hat in der Weise, dass wir eigentlich keine richtige Kontrolle mehr über diese Technologie haben. Und das ist natürlich erschreckend. Und wenn wir jetzt feststellen würden, dass gerade diese zweite Seite tatsächlich eingelöst wird, dann sind natürlich ganz schnell solche Fragen wie Transhumanismus, Superintelligenz und dergleichen werden dann aufgeworfen und entsprechend dann auch mit Ängsten verbunden, die natürlich in irgendeiner Art und Weise dann sich gesellschaftlich auch Luft machen. Also deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich genau klarzumachen, wie reden wir hier eigentlich über KI und was kann eigentlich tatsächlich KI? Ist KI eigentlich nur eine Art von Mittel für einen bestimmten Zweck oder generieren wir hier gerade eine Technologie, die sich selbst Zwecke setzen kann? Das wäre das Spektrum. Und das würde ich jetzt gerne genauer mit Ihnen untersuchen, genauer darüber nachdenken, wie wir eigentlich mit so einer Frage umgehen können. Und da kommen wir genau jetzt zu der Frage, was sind jetzt eigentlich die Möglichkeiten der KI? Und ich möchte es an der Stelle ein bisschen einbetten in einen größeren Zusammenhang, um einfach nochmal zu schauen, wie sind denn die Technologieentwicklungen? Wie sahen die denn vorher aus, die großen Transformationen? Die sind ja noch gar nicht so alt. Ja, angefangen klassischerweise mit der industriellen Revolution im Mitte des 18. Jahrhunderts, wo wir sehen, dass wir zum ersten Mal tatsächlich Maschinen generieren, also letztendlich Werkzeuge generieren konnten, die Besonderheit haben, denken Sie an die Dampfmaschine oder auch die Webmaschine, die Besonderheit haben, dass sie sich selbst antreiben können. Bei einem klassischen Werkzeug, wenn Sie hier beispielsweise an einen Hammer denken, dann müssen Sie von außen die Energie reinlegen und damit der Hammer in Gang kommt.
Die Maschine ist genau dasjenige Werkzeug, was die Besonderheit hat, dass es sich selber antreiben kann. Und das ist schon ziemlich faszinierend. Und diese Entwicklungsstufe, die sich Mitte des 18. Jahrhunderts vollzieht, hat natürlich unglaubliche soziale Umbrüche auch gezeitigt. Und dementsprechend haben wir auch heute natürlich die große Angst, wie sieht es jetzt mit der großen Transformation durch künstliche Intelligenz aus? Aber das war die erste Stufe. Die zweite Stufe, die wir klassischerweise dann mit Industrie 2.0 bestimmen, wäre dann die Massenproduktion Ende des 19. Jahrhunderts, wo wir immer stärker jetzt einzelne Maschinen in ganze Prozessfelder überführen konnten, sodass eigentlich eine Art von Produktionsweise von selbst ablaufen konnte. Diese Produktionsweise wurde dann noch mal weiter, hat sich noch mal weiter vollzogen, dann Mitte des 20. Jahrhunderts über die digitale Revolution, in der dann immer stärker tatsächlich auch Möglichkeiten der Variation stattfanden, die dann jetzt, man spricht häufig dann auch von Industrie 4.0, ab den 2010er Jahren in der Weise übergegangen sind, dass wir jetzt Produktionsverhältnisse haben, die untereinander alle so miteinander versetzt sind, dass sie sich eigentlich von selbst steuern können. Ich hatte Ihnen vorhin das Beispiel schon auch der Smart Factory ja schon angesprochen. Also gucken wir uns das nochmal kurz systematisch an. Also wir sehen, wir haben auf der ersten Ebene eine Art von Maschinisierung. Auf der zweiten Ebene haben wir dann eine immer stärkere Ausweitung auf ganze Reproduktionsverhältnisse. Ich habe es jetzt mal hier Reproduzierung genannt. Auf der dritten Ebene kommen dann immer stärkere kybernetische Prozesse in der Weise in den Blick, dass wir jetzt nicht nur einfach Prozesse ablaufen lassen können, sondern dass diese Prozesse sich auch selbst steuern können. Ja? Kybernetik war ja diejenige Technik, die Steuerung und Regelungstechniken bereitgestellt hat, sodass hier immer eine stärkere Form von Autonomisierung dieser Technik stattgefunden hat. Ja? Die vierte Ebene wäre dann die Digitalisierung. Ja, und auf der fünften Ebene kommt jetzt genau das, was wir jetzt vielleicht mit KI sehen, nämlich die Frage, dass diese Prozesse selber intelligent werden, ja, und selber diejenigen Fähigkeiten reproduzieren können, die wir klassischerweise nur kognitiven Lebewesen, also klassischerweise Menschen, zuschreiben würden. Das ist jetzt also die spannende Frage, was passiert hier eigentlich auf dieser fünften Ebene und ist das tatsächlich eine Form von Kognisierung? Werden jetzt tatsächlich die Maschinen selber so weit intelligent, dass eigentlich ein Einfluss von außen gar nicht mehr nötig ist? Oder was passiert hier? Das müssen wir uns genau angucken. Also ich habe jetzt versucht, hier das einfach nochmal so zu rekonstruieren, dass wir das in einer Art von Reihung überführen können, um zu sehen, ja, wie könnte das sich eigentlich weiterentwickeln. Gehen wir mal weiter. Was wäre jetzt also dieser Anspruch dieser Kognisierung? Ja, und der Anspruch, ich hatte es Ihnen in gewisser Weise schon eben gesagt, der Anspruch wäre in der Hinsicht zu sehen, dass wir halt jetzt, insofern wir Technologien haben, die eigentlich Fähigkeiten reproduzieren, die wir klassischerweise nur kognitiven Wesen zuschreiben würden, dass wir in dieser Form von technischer Innovation tatsächlich Systeme generiert haben, die sich selbst Zwecke setzen können, also sprich autonom sind. Also genau das, was ich vorhin gesagt hatte, in der Weise, dass wir diese eine Seite dieses Spektrums, nämlich dass wir jetzt tatsächlich eine Technologie entwickeln, die autonom geworden ist, die sich selbst Zwecke setzen kann und damit radikal eine andere Technologie ist, als das, was wir bisher gesehen haben. Und da war die Frage, naja, können wir tatsächlich diesen Geltungsanspruch einlösen? Und ich glaube, an der Stelle ist es total wichtig, erstmal genauer hinzuschauen, was wir eigentlich tun, weil diese Rekonstruktion, wie ich sie Ihnen jetzt gerade vorgeführt habe, treibt einen extrem dazu, sehr spekulativ darüber nachzudenken, in einer Weise, dass wir sofort jetzt den Eindruck haben, oh mein Gott, was haben wir hier tatsächlich für eine Technologie entwickelt? Kriegen wir das hier überhaupt noch wieder aus dieser Welt heraus?
Und deshalb ist es an der Stelle, um hier ein bisschen nüchternen Blick auf diese Technologie zu werfen und zu gucken, kann sie tatsächlich diesen Anspruch auf Kognisierung einlösen, dass wir nochmal gucken, was machen wir denn eigentlich, wenn wir KI-Systeme entwickeln? Was ist das eigentlich, was wir bei KI tatsächlich machen? Darüber haben Sie ja heute Nachmittag schon einiges gehört, jetzt auch bei dieser wunderbaren Ausstellung, dass Sie nochmal vorgeführt bekommen haben, was eigentlich diese Systeme können. Und auf der einen Seite sehen wir natürlich, das ist unglaublich beeindruckend. Aber, das ist jetzt das, was ich Ihnen versuche klarzumachen, in gewisser Weise ist es, so beeindruckend es auf der einen Seite sein mag, ist es auf der anderen Seite aber noch etwas, was vielleicht viel weniger aufgeladen dargestellt werden muss, wenn wir vielleicht weniger eine so kognitiv aufgeladene Sprache verwenden und eher darauf gucken, was machen wir denn eigentlich, wenn wir diese Technologie gebrauchen. Und genau das würde ich Ihnen kurz hier vorführen, in der Weise, dass wir uns einfach noch mal ganz kurz fragen, naja, was machen wir denn, wenn wir Machine Learning benutzen? Und klassischerweise, wenn wir heute von KI sprechen, der KI-Begriff ist ja einer, der eigentlich Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, so als eigentlich als eine Art von Gag, um einen Forschungsantrag durchzubekommen, dass man guckt hat, okay, was ist eigentlich, wie können wir eigentlich Systeme generieren, die klassischerweise eigentlich solche Fähigkeiten einlösen können, die wir eigentlich nur kognitiven Wesen zuschreiben können. Und da war am Anfang der Anspruch, dass man das sehr stark über algorithmische Systeme versucht hat einzulösen. Das trat immer mehr in der weiteren Entwicklung in den Hintergrund. Und heute, wenn wir über KI in der Regel sprechen, dann sprechen wir meistens über maschinelles Lernen. Ja, also wenn wir über Deep Learning sprechen, dann ist das eigentlich sagen der State of the Art, an dem wir uns orientieren und die tatsächlich genau auch diese beeindruckenden Leistungen hervorbringen. Aber was machen wir da, wenn wir so Machine Learning nutzen? Ja? Was ist dieses Deep Learning eigentlich? Und erstmal können wir sagen, die Grundstruktur ist einfach ein Input-Output-System. Ein Input-Output-System, wo wir bestimmte Daten von außen reingeben und die dann wieder ausgegeben werden. Jetzt können wir dieses Input-Output-System aber auch beliebig erweitern, indem wir solche sogenannten Hidden Layers, also Verarbeitungsschichten mit einbauen, die uns dann ermöglichen, je nachdem wie viele Layers wir da einziehen, eine unglaubliche Komplexität zu erzeugen. Und da müssen wir uns klar machen, wenn wir heute über Deep Learning Systeme sprechen, sprechen wir von Milliarden von Parametern, also eine gigantisch hohe Anzahl. Das heißt, wir haben zwar in gewisser Weise noch diese Input-Output-Struktur, aber wir können diese Input-Output-Struktur einfach rein quantitativ so erweitern, dass wir damit sehr, sehr viel mächtige Möglichkeiten auch entwickeln. Und was jetzt an der Stelle noch ganz wichtig ist, dass wir das ist zwar auf der einen Seite die Grundstruktur, diese Input-Output-Struktur, aber die Art und Weise, wie wir dann Input und Output jeweils aufeinander beziehen, da haben wir natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, da haben wir verschiedene Topologien und dort haben wir auch verschiedene Lernmethoden, die sind Ihnen auch heute im Museum begegnet, dass wir verschiedene Lernmethoden haben, um diese Systeme zu trainieren und damit diese Systeme tatsächlich dann auch verschiedene Leistungen bringen. Und die klassischen Unterscheidungen sind hier Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das sind sozusagen diejenigen Bereiche, die genutzt werden, um solche Input-Output-Systeme dann auch zu trainieren. Und was wir dann machen, ist einfach, wir haben sehr komplexe Verfahren, dass wir versuchen, einen großen Set an Daten zu generieren, den wir jeweils dann auf eine bestimmte Weise präparieren und dann in diese Input-Out-Systeme hineinspeisen, um dann zum Schluss Ergebnisse zu gewinnen, die tatsächlich so etwas wie intelligente Leistungen hervorbringen. Aber, und das ist das, was ich Ihnen an dieser Stelle sagen möchte, erstmal sind es sehr simple Strukturen, sehr simple Prinzipien, die hier zugrunde liegen, die aber rein quantitativ so weit ausgeweitet worden sind, dass wir damit ein unglaublich mächtiges Werkzeug auch entwickelt haben.
Und wenn Sie mich jetzt fragen, naja, warum sind die denn tatsächlich so erfolgreich? Da lassen sich, glaube ich, 5 verschiedene Bedingungen auszeichnen, die tatsächlich, 4 habe ich hier aufgezählt, 4 Faktoren für den Erfolg aktueller Systeme auszeichnen. Nämlich im ersten, dass wir tatsächlich sehr große Datensätze haben und tatsächlich die Güte auch dieser Systeme darüber zu bestimmen ist, je nachdem, was wir an Datensätzen zur Verfügung haben. Wenn die Datensätze schlecht sind, dann kriegen wir auch keine guten Ergebnisse. Deshalb sind halt auch die großen Firmen so daran interessiert, Daten en masse zu produzieren, um diese dann halt nutzen zu können, um in diese Input-Out-Systeme, von denen ich gerade gesprochen habe, dann auch einspeisen zu können. Also der erste Faktor ist diese großen Datensätze. Der zweite Erfolgsfaktor sind dann letztendlich statistisch-mathematische Verfahren, also die Lernmethoden, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe, das sind letztendlich nicht mehr einfache regelbasierte algorithmische Systeme, wo ich über Wenn-Dann-Regeln jeweils Vorgaben gebe, die dann zu einem ganz klaren Output führen, sondern nein, wir haben es hier einfach aufgrund der Komplexität mit statistischen Systemen zu tun, indem wir diese Daten einspeisen, die mathematisch-statistisch verarbeitet werden und dann auch dann einen bestimmten Output geben. Die dritte Bedingung, die hier auch nicht zu unterschätzen ist, und das war eine der Faktoren auch, warum eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren diese Systeme so unglaublich erfolgreich geworden ist, dass wir halt jetzt diese unglaublichen Rechnerleistungen haben, die immer komplexere Datenmaterialien tatsächlich verarbeiten können. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel an ChatGPT denken, warum war OpenAI so erfolgreich? Naja, sie hatten sehr gute IngenieurInnen, die tatsächlich erfolgreich diese Systeme trainiert haben mit ganz unterschiedlichen Methoden. Also da steckt natürlich unglaublich viel Intelligenz drin, die genutzt wurde, um diese Systeme so zu trainieren, dass wir heute genau diesen Output generieren, den wir jetzt zum Beispiel bei ChatGPT sehen. Wobei man nicht unterschätzen sollte, ChatGPT ist nur eins unter ganz vielen. Ja. ChatGPT hat nur letztendlich jetzt gerade die größte mediale Aufmerksamkeit. Also, und das ist schon, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt, wenn wir uns also diese 4 Faktoren anschauen, da kriegen wir plötzlich eine ganz andere Story als die, die ich am Anfang gezeichnet habe, nämlich, dass wir den Eindruck haben, wir haben es hier mit intelligenten Systemen zu tun, die so etwas wie Zwecksetzungskompetenz hat. Nein, faktisch haben wir einfach nur sehr komplexe statistische Input-Output-Systeme, mit denen wir einfach unglaublich viel simulieren können. Und damit komme ich auch zu meinem ersten Fazit von dem Vortrag, nämlich die Frage, naja, was sind jetzt also die Möglichkeiten von KI-Systeme? Und natürlich sind diese Möglichkeiten unzählig, aber ich glaube, wenn man versucht, das mal zusammenzufassen und zu sagen, naja, was zeichnet die eigentlich alle aus, dann könnte man sagen, naja, insofern das einfach Verarbeitungssysteme sind von Daten, ja, sind KI-Systeme, sind Deep-Learning-Systeme Formen der Beherrschbarkeit von Komplexität. Das ist, glaube ich, erstmal das, was man relativ nüchtern sagen kann an der Stelle. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir dann sagen, okay, mit diesen komplexen Systemen haben wir einfach eine unglaubliche Möglichkeit, die verschiedensten Probleme damit auch lösen zu können. Ja? Warum sind die so unglaublich variabel einsetzbar? Ja, weil sie halt je nach Datensätze, die wir einspeisen, auch zu ganz unterschiedlichen Zwecken genutzt werden können. Trotzdem, obwohl sie so viel leisten, ist es nicht erstmal anzunehmen, dass diese Systeme tatsächlich so etwas wie eigene Zwecksetzungskompetenz haben. Nein, es sind wirklich einfach erstmal nur statistische Systeme, mit denen wir komplexe Problemstellungen lösen können. Und damit komme ich auch noch zu einem dritten Punkt, der mir an der Stelle relativ wichtig ist. Und ich glaube, das ist das echt, was man immer wieder dann auch so herausstellt, wenn man darüber spricht, dass Deep Learning Systeme so eine Sonderstellung hat. Die Besonderheit dabei ist,
dass wir diese Systeme halt so nutzen können, dass sie sich nochmal wiederum selbst auf sich selbst anwenden können. Und das erzeugt eine Besonderheit in der Weise, dass wir jetzt plötzlich Systeme haben, die nicht nur unglaublich stark bestimmte Probleme lösen können, sondern die sich selber nochmal optimieren können. Und damit haben wir tatsächlich ein unglaublich starkes Tool entwickelt, das nicht einfach nur rein statisch ist, wie eine andere Technologie, die einfach das ist, was wir halt mit ihr gemacht haben, sondern wo wir in diese Technologie nochmal die Möglichkeit über Feedback, über Iterationsschleifen, die Möglichkeit diesem System gegeben haben, sich selber weiter zu optimieren. Und das macht die Sache sehr, sehr faszinierend. In der Hinsicht, ich habe es mal in der Publikation so genannt, KI-Systeme sind selbst optimierende Optimierung, um Komplexität effizient nutzbar zu machen. Und das ist, glaube ich, eine relativ hilfreiche Definition, an der wir uns abarbeiten können, dass wir auf der einen Seite sehen, das ist natürlich ein unglaublich starkes Werkzeug, das ist eine unglaublich mächtige Technologie und es ist auch noch nicht wirklich abzuzeichnen, noch nicht abzusehen, wie weit diese Technologie auch reichen wird und wie weit sie auch unsere weitere Gesellschaft transformieren wird. Also jegliche Formen von Spekulation sind da, glaube ich, sehr problematisch. Was wir aber auf jeden Fall sehen ist, dass, glaube ich, die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass das immer weitergehen wird und welche Ergebnisse das zeitigen wird, das wird sich sehen. Aber was zumindest an der Stelle schon mal festzuhalten ist, dass wir es hier einfach mit einer komplexen Technologie zu tun haben, die Komplexität selbst verarbeitet, die sich selbst optimieren kann, aber nicht dasjenige einlöst, was wir halt unterschwellig vielleicht mit ihr verbinden, nämlich, dass sie selber autonom sei. Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich hier mit Ihnen noch, also im Vortrag wäre es jetzt der dritte Punkt, die Grenzen der künstlichen Intelligenz. Nachdem wir jetzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz diskutiert haben, kommen wir mal zu der Frage, was könnten Grenzen der künstlichen Intelligenz sein? Ein paar Sachen habe ich vielleicht schon auch angeteasert, aber wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Also wenn wir jetzt uns nochmal diese verschiedenen Stufen angucken, die ich Ihnen vorhin vorgeführt habe, dann können wir jetzt auf der fünften Ebene sagen, hier haben wir nicht eine Technologie entwickelt, die kognitive Leistung tatsächlich selber einlösen kann, sondern wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die sich optimieren kann und die sich selbst optimieren kann, also die eine dynamische Struktur enthält und damit natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug auch darstellt. Gehen wir nochmal ganz kurz diese verschiedenen Stufen durch, weil daran, glaube ich, können wir rein semantisch etwas entdecken über die Art und Weise. Und das wird ein wesentlicher Punkt für meine Argumentation sein. Wenn wir diese Stufen uns mal genauer anschauen, merken wir, dass wir da einen ganz bestimmten Sprachgebrauch nutzen, der uns in vielerlei Hinsicht verwirrt und der uns zu Missverständnissen führt. Und das würde ich Ihnen kurz gerne vorführen in der Weise. Naja, bei der Maschinisierung, ich hatte es vorhin schon auch angedeutet, haben wir die Besonderheit, dass wir Werkzeuge haben, die sich tatsächlich selbst antreiben können. Wir haben also einen selbstständigen Antrieb. Ja? Das klassische Weise wäre das Auto. Das hat die Besonderheit, dass es halt den Antrieb in sich selbst hat. Ja, das wäre auf der Maschinisierungsseite. Die Reproduktionsseite wäre dann die Erweiterung dieser Maschinisierung in der Weise, dass wir das jetzt auf ganze Prozesse anwenden können. Ja, damit haben wir ganze selbstständig ablaufende Prozessabläufe. Die dritte Ebene wäre dann, dass wir jetzt immer stärker in diese Prozessabläufe auch die Steuerung noch mit integrieren, in der Weise, dass diese ganzen Prozesse nicht nur einfach von selbst ablaufen, sondern sich auch noch selbst steuern und regeln können. Ja, die Digitalisierung wäre dann eine immer stärkere Möglichkeit der Variabilität, ja, dass wir hier diese selbststeuernden Systeme auch noch sich variabel gestalten können und die Optimierung wäre dann halt diese selbstständige Optimierung, indem wir immer stärker
die Effizienzgestaltung in die Gestaltung der Technologie selbst integrieren können. Sie sehen also, Sie haben hier auf den verschiedenen Ebenen immer wieder den Ausdruck selbstständig. Ja? Es tut es von selbst. Und das ist ziemlich faszinierend. Und jetzt könnte man sagen, naja, in diesem Selbst liegt da nicht schon genau dasjenige, was vielleicht auch dasjenige anteasert, was wir klassischerweise mit Autonomie verbinden. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, es wird immer wieder suggeriert, dass diese KI-Systeme in dieser Kognisierung den Anspruch haben, oder zumindest so wie sie dargestellt werden, dass der Anspruch damit mitschwingt, dass diese autonom werden. Wenn wir uns mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Autonomie? Da steckt ja Autos und Nomos drin. Diejenigen von Ihnen, die Griechisch können, Autos heißt selbst und Nomos heißt Gesetz. Hier taucht also dieses Selbst auf, in der Weise, dass autonome Wesen diejenigen sind, die sich selbst ein Gesetz geben können. Ja, wir würden, wenn wir uns individuell als autonome Wesen beschreiben, als diejenigen Wesen beschreiben, die sich selbst Zwecke geben können, die sich selbst bestimmen können in dem, was sie tun. Ja. Sie können selbst über das entscheiden, was sie tun wollen. Ja. Sie haben eine Art von Selbstautonomie oder Selbstzweck. Setzungskompetenz. Das ist etwas, was uns Menschen auch wirklich auszeichnet. Und jetzt haben wir wieder hier diesen Eindruck, naja, wenn wir hier aber immer mehr von diesen Technologien sprechen, dass die das selbst tun, kommen wir da nicht ganz schnell wieder an den Punkt, dass wir den Eindruck haben, diese Systeme sind tatsächlich welche, die eigentlich darauf angelegt sind, vielleicht jetzt noch nicht auf der fünften Ebene, aber dann auf der sechsten oder siebten Ebene vielleicht, tatsächlich dann sich so zu verselbstständigen, dass sie eigentlich auch autonom sind. Und das wäre natürlich ja in vieler Hinsicht fatal. Gut, also versuchen wir das mal zu prüfen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch für die philosophische Reflexion ein zentrales Moment ist, in der Weise, dass es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, wie wir eigentlich über so eine Technologie sprechen. Dass wir uns klar werden, welche Formen von Semantiken, Erwartungen, Verständnisweisen projizieren wir denn in bestimmte Ausdrücke hinein, die möglicherweise durch einen fehlerhaften Gebrauch unserer Sprache generiert wird. Wenn man sich die Semantik von diesem Ausdruck selbst mal genauer anguckt, lassen sich ganz unterschiedliche Verwendungsweisen eigentlich auch auszeichnen. In der Weise, dass man sagen würde, wir kombinieren das mal mit verschiedenen Präpositionen. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, um mal zu sehen, wie man diesen Selbstbegriff auch begreifen kann. Nämlich, man könnte zum Beispiel sagen, naja, selbst heißt, dass es von selbst läuft oder von selbst abläuft. Deshalb heißt ja übrigens auch das Auto Auto, weil es von selbst läuft. Ja? Also es ist etwas, was sich selbst antreibt. Ja? Das scheint eine relativ unproblematische Verwendungsweise von selbst zu sein. Und in der Hinsicht, glaube ich, haben wir auch Systeme, die so eine Art Selbstprogramm haben, in der Weise, dass sie sich selbst antreiben, ja, dass sie sich selbst optimieren können. Das läuft von selbst ab. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir von dem Ausdruck Autonomie ausgehen, wenn wir fragen, was heißt denn dieses Autos bei Autonomie, dass das sehr viel komplexer ist. Nämlich da würden wir sagen, naja, da würden wir noch was hinzunehmen, was ich jetzt mal mit dieser Präposition aus sich selbst belegt habe, in der Weise, dass wir sagen würden, naja, autonome Wesen sind genau diejenigen Wesen, die aus sich selbst tatsächlich etwas tun. Das scheint eine ganz andere Verwendungsweise zu sein, als wenn wir nur davon sprechen, dass etwas von selbst abläuft. Das Auto tut es nicht aus sich selbst heraus, das tut es von selbst, aber nicht aus sich selbst. Und eine weitere Verwendungsweise würde dahingehend zu sehen sein, dass wir sagen, naja, bei diesem Selbst könnten wir auch zum Beispiel sagen, dass es auf sich selbst sich bezieht. Ja, das wäre eine weitere Beschreibung. Also wenn Sie sich als autonome Wesen begreifen, und ich hoffe, dass Sie das alle tun hier im Saal, dann würden Sie sagen, Sie können das aus sich selbst, können Sie aus sich selbst sich Zwecke geben und bestimmen aber auch Ihr Handeln, indem Sie sich diese Zwecke so geben, dass Sie sich auf sich selbst beziehen. Und sie diejenigen sind,
die sich bestimmen, indem sie aus sich selbst auf sich selbst sich beziehen können. Und Sie merken, jetzt wird tatsächlich, und das ist kein philosophischer Trick, sondern da wird plötzlich die Semantik des Ausdrucks selbst deutlich komplexer. Und so gebrauchen wir das auch, ohne dass wir uns häufig darüber bewusst sind. Eine weitere Bedeutung von selbst könnte auch über sich selbst hinaus hinzugefügt werden, in der Weise, dass wir selbst diejenigen sind, die aus sich selbst, auf sich selbst, auch über sich hinaus sich selbst bestimmen können. Und da sehen Sie, auch hier haben wir nochmal eine weitere Facette, die tatsächlich dieser ersten Bedeutung von selbst tatsächlich nicht gerecht wird. Die letzte Variante, die ich noch ansprechen möchte, ist diejenige um seiner selbst. Die werde ich jetzt nur kurz ansprechen, aber dann auch weitergehen. Die ist in der Hinsicht wichtig, weil wenn Sie zum Beispiel in die Philosophiegeschichte gehen und den Begriff der Autonomie sich anschauen, zum Beispiel in der kantischen Tradition, dann ist der Autonomiebegriff genau derjenige, der eigentlich das Zentrum ausmacht von denjenigen Wesen, die tatsächlich diejenigen Fähigkeiten haben, sich selbst zu bestimmen, Selbstzwecksetzung haben, darin aber auch so etwas wie eine würdestiftende Funktion zum Ausdruck kommt, dass es nämlich Wesen sind, die um ihrer selbst willen tatsächlich sind. Gut, jetzt haben wir hier einfach mal mit so einer Kombination von verschiedenen Präpositionen ein ganz großes semantisches Spektrum aufgetan, wo wir sehen, wir können ganz unterschiedlich über diesen Begriff von selbst sprechen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was ist dieses Selbst? Sie können sich erinnern, ich hatte ja eben vorgeführt in diesen 5 Stufen, dass wir hier Systeme haben, die das immer selbstständiger tun. Ja? Immer mehr Bereiche werden diesen Systemen tatsächlich, obliegen immer mehr diesen Systemen, dass sie das selbstständig tun. Und was ist jetzt dieses Selbstständige dieser technischen Systeme? Das müssen wir uns fragen, um darin dann die Frage zu beantworten, sind diese Systeme tatsächlich autonom oder sind sie es nicht? Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, sich auch wiederum genau anzuschauen, was tun wir eigentlich, wenn wir technische Systeme gebrauchen. Das gilt jetzt nicht nur für KI-Systeme. Wenn wir uns angucken, was wir in technischen Systemen immer tun ist, und ich führe das jetzt nur ganz, ganz kurz und schematisch vor, da könnte man unglaublich viel noch mehr erzählen, aber ich glaube, der Punkt wird daran deutlich. Wenn wir technische Rationalität uns anschauen, da ist es so, dass wir menschliche Praxen haben, die wir jetzt versuchen so zu funktionalisieren und zu operationalisieren, dass sie ab einem bestimmten Punkt tatsächlich automatisierbar sind. Das heißt, der Anspruch, den wir klassischerweise von technischen Systemen haben, ist, dass wir versuchen, über Techniken Formen der Automatisierung zu generieren, in der Weise, dass diese Bereiche, die wir klassischerweise Menschen zuschreiben würden oder die normalerweise von Menschen in Gang gebracht werden, dass wir hier bestimmte Bereiche auslagern, die funktionalisieren und operationalisieren, dass wir eine Art von Automatisierung haben und dann haben wir von selbst ablaufende Artefakte, die tatsächlich die Möglichkeit haben, reproduzierbar zu sein. Was hieran, glaube ich, sehr paradigmatisch deutlich wird, ja, ist, dass wir bei Technologien immer so vorgehen, dass wir versuchen, diejenigen Leistungen, die wir von Menschen eigentlich her sehen, dass wir die jetzt durch Techniken substituieren wollen und in diesen Techniken letztendlich auch versuchen zu automatisieren. Und damit passiert etwas und das ist, glaube ich, ziemlich fatal und, glaube ich, dann wiederum aber auch sehr hilfreich, um wiederum angemessen über die aktuellen Entwicklungen in der KI zu sprechen. Was jetzt passiert ist, dass wir anfangen, tatsächlich diesen Systemen, die dann Formen unserer automatisierten Praxen darstellen, dass wir die in derselben Art und Weise beschreiben, als ob das tatsächlich Menschen wären.
Und damit passiert etwas, was ich mal hier Verdopplung der Sprache genannt habe, in der Weise, dass wir sagen, diejenigen menschlichen Praxen, denen wir klassischerweise solche Funktionen wie autonom, intentional, kognitiv, reflexiv und verstehend zuschreiben würden. Und ich glaube, dass all diese Prädikate bei Ihnen, kann ich Ihnen alle zuschreiben, in der Weise, dass Sie sich als autonomes, als intentionales Wesen, als kognitiv, als reflexiv verstehendes Wesen begreifen. Genau diese Funktionen sind aber welche, die, wenn wir sie in reproduzierbare Artefakte überführen, tauchen sie so auf, als ob sie dann autonom seien, als ob sie intentional wären oder kognitiv. Faktisch sind sie aber letztendlich nur automatisieren, sie sind bestimmte Funktionalisierung und Operationalisierung unserer menschlichen Praxen. Und was jetzt genau das große Problem ist, dass wenn wir tatsächlich, und damit komme ich dann auch zu meinem Fazit des Vortrags, wenn wir jetzt vergessen, was wir in technischen Systemen machen, indem wir tatsächlich diese technischen Systeme in derselben Weise beschreiben, wie wir das klassischerweise menschlichen Systemen zuschreiben, dann kommt es genau zu so einer Verwirrung unserer Sprache. Und dann fangen wir dann plötzlich an zu sagen, naja, die künstliche Intelligenz, die ist doch intelligent. Die ist doch irgendwie autonom, die macht doch da, die spricht doch da, ChatGPT spricht, ja, oder die erkennt doch hier bestimmte Muster. Das sind alles kognitive Prädikate, die durchaus in menschlichen Praxen Sinn machen. Wir alle wissen, was es heißt, etwas zu erkennen. Sie wissen, was es heißt, hier dieses Mikrofon zu erkennen oder andere Personen im Saal zu erkennen. Sie wissen alle, was es heißt, dass sie sich als autonom beschreiben, dass sie etwas verstehen, dass sie etwas erkennen oder dass sie manchmal auch was nicht verstehen oder etwas nicht erkennen. Aber das sind alles Formen, die menschliche Ausdrucksweisen sind, in denen wir miteinander umgehen und in der wir uns Auskunft über unsere Umwelt auch geben. Und was wir halt jetzt tun ist, dass wir diese Systeme, diese KI-Systeme, also diese intelligenten Systeme, tatsächlich genau in der Weise beschreiben, als seien sie intelligent. Und damit kommt dann genau der Punkt ins Spiel, dass wir den Eindruck haben, sie sind intelligent. In der Art und Weise, wie wir da über sie sprechen, nivellieren wir genau den Unterschied zwischen unseren menschlichen Praxen und diesen Funktionsweisen, die diese Technologie auch hervorbringt. Und das ist fatal, weil es dann in einer Weise tatsächlich zu Missverständnissen kommt, dass wir diese Systeme auf eine Weise beschreiben, als ob sie das tatsächlich sind. Faktisch ist es aber nur eine rein metaphorisierende Redeweise, die wir klassischerweise nur menschlichen Akteuren zuschreiben können. Deshalb komme ich hier zu meinem zweiten Fazit mit drei Leitthesen. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass wir darauf achten sollten, einen bewussten Gebrauch unserer Sprache zu forcieren. In der Weise, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, wie reden wir eigentlich über technische Systeme? Anthropomorphisieren wir die auf eine bestimmte Art und Weise? Also schreiben wir ihnen bestimmte menschliche Prädikate zu, weil wir es möglicherweise auch gar nicht anders können? Und suggeriert das nicht dann sofort bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten, die diese Systeme aber faktischerweise gar nicht haben. Und deshalb ist es, glaube ich, und das wäre etwas, was auch immer wieder von philosophischer Seite herausgestellt werden sollte, wie sollten wir wirklich angemessen über diese Systeme reden? Noch besser, können wir in der Reflexion auf unsere Sprache tatsächlich Unterschiede machen, indem wir besser begreifen, was wir da eigentlich tun, wenn wir technische Systeme gebrauchen? Das ist das erste Fazit oder die erste These, die ich hier herausstellen möchte. Die zweite wäre, dass, und das ist letztendlich schon in der ersten These auch angelegt, dass wir sehr stark und gerade insbesondere jetzt in der KI-Debatte eine Verdopplung unserer Sprache sehen, dass wir, wie gesagt, diesen Systemen kognitive, intentionale, reflexive Prädikate zuschreiben, die sie faktischerweise nicht haben. Deshalb hatte ich ja Ihnen im Teil davor versucht zu zeigen, dass wenn wir über die Möglichkeiten von KI-Systemen sprechen, dass wir erstmal einfach klarerweise oder nüchternerweise sagen müssen, das sind Systeme, die einfach Input-Output
Reproduktionen darstellen in der Weise, dass wir Daten reingeben, die statistisch verarbeitet werden und dann einen bestimmten statistischen Output letztendlich erinnern. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und die dritte These, und damit wären wir dann tatsächlich bei den Grenzen von KI-Systemen, dass KI-Systeme tatsächlich gerade nicht autonom sind, sondern wesentlich Automatisierungen unserer kognitiven Leistungen darstellen, die tatsächlich uns immer wieder dazu hinreißen, wo wir uns immer wieder dazu hinreißen lassen, diesen tatsächlich mehr zuzuschreiben, als sie faktisch tatsächlich auch einlösen können. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir uns klar machen, KI-Systeme sind wesentlich Mittel für bestimmte Zwecke und die immer auch eingebettet sein müssen in unseren Zusammenhängen, in denen wir rational technisch handeln und darin uns auch bewusst werden, dass das, was wir da tun, tatsächlich Formen der Automatisierung sind, nicht Formen der Autonomie selbst. Das ist, glaube ich, wichtig herauszustellen, weil wir sonst tatsächlich an den Punkt kommen, dass wir uns in unserer eigenen technischen Innovation selbst missverstehen. Und damit wäre ich am Ende des Vortrags und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor. Das war jetzt ein starkes Plädoyer dafür, sehr vorsichtig mit Sprache umzugehen, um eben KI-Systeme nicht zu vermenschlichen. Das hat einen kleinen Bogen auch geschlagen zum Eingangsstatement von Ferdinand Kainider. KI kann nicht denken, ist nicht kognitiv. Mir kommt vor, das Problem besteht darin, dass wir diese Sprache eben noch nicht haben. Wir haben nur Sprache über menschliches Verhalten und verwenden sie halt auch für KI. Das heißt, man müsste eigentlich eine Art neue Sprache entwickeln für künstliche Intelligenzsysteme. Das ist eine Frage, die wir uns für die Podiumsdiskussion mitnehmen können. Auch wenn Sie Fragen haben an den Herrn Professor, heben Sie sich's gut auf. Wir treffen einander um 16:45 wieder in diesem Saal. Es gibt jetzt einen kleinen Umbau auf der Bühne. Sie können inzwischen natürlich frische Luft schnappen, ein Glas Wasser trinken und dann geht's weiter mit der Podiumsdiskussion. Bis bald.